Was wäre schlimmer für den Frieden in Europa, in dem Euro zu bleiben oder aus dem Euro rauszugehen? Gut, die Frage ist eigentlich schon innewohnend beantwortet. Es kann für Europa mit dem Euro gar nicht besser gehen, weil wir Länder mit einer viel zu unterschiedlichen untereinander Finanz- und Wirtschaftssituation haben, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse hätten, um ihre Wirtschaft aus dem Chaos zu retten, das jetzt angerichtet worden ist. Ich hatte kurz gesagt, Griechenland muss abwerten, aber man muss es offen sagen, auch Spanien, Portugal und Irland stehen unter enormem Abwertungsdruck gegenüber Deutschland, das sich ja mit künstlichen Lohnsenkungen einen zu großen Teil des industriellen Kuchens in den letzten Jahren abgeschnitten hat. Und jetzt haben wir eine Doppelperversion in Deutschland, nicht? Wir haben auf die Lohnbremse getreten über viele Jahre hin, angefangen mit der wunderbaren Agenda 2010 und Gerhard Schröder. Aber die Tradition des Bremsens in Deutschland, die ist schon ziemlich alt. Und jetzt kommen wir dahin, dass wir mit diesen preiswerten Produkten die Welt überschwemmen können und unsere europäischen Partner an die Wand drängen, die sich mit einer Abwertung dagegen nicht wehren können, weil es nicht mehr geht. Und jetzt kommen wir dahin, dass wir diese Länder subventionieren müssen, wobei uns offenbar ganz klar ist natürlich, dass ja Griechenland Hilfe nicht heißt, wir helfen den Griechen. Das wollen uns ja nur die Lügenmedien vormachen. In Wahrheit helfen wir den Banken und nicht den Griechen. Nicht? Wenn 81% der sogenannten Griechenlandhilfe die Banken betrifft, dann ist das einfach ein Lügenbegriff und es geht um Bankenhilfe. Und dieses müssen wir natürlich dringend abstellen, das ist gar keine Frage, sonst kann es in Europa nicht gut gehen. Und darum geht es eigentlich. Dieses System ist nicht geschaffen, damit es Menschen gut geht, sondern dieses System ist geschaffen dafür und deswegen, dass es Banken gut geht, dass es Finanzhaien gut geht, dass es Boni-abhängigen Multimillionären unter den Spitzenmanagern gut geht, so wie zum Beispiel Herrn Andrew Jane. Und dafür, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, die deutsche Volkswirtschaft oder auch die griechische ein bisschen zu schade, um dieses System fortzusetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, das Beste, was man machen kann, ist das, was in der neuen Mitte steht im Programm zum Euro, nämlich wir werden kontrolliert, abgesprochen und in einer mehrjährigen Überleitungsphase den Euro beerdigen, gemeinschaftlich mit allen anderen, weil er im Moment gar keinem Volk mehr nutzt. Das muss uns klar sein. Nicht nur die Griechen stehen unter einem wahnsinnigen Druck und jeden Tag gehen dort Firmen pleite, die Arbeitslosigkeit wächst und die Verschuldung nebenbei sinkt gar kein bisschen, sondern einfach auch nur die Fähigkeit, diese Schulden zurückzuzahlen. Das muss dringend aufhören. Den Kurs, den Griechenland fährt, der kann diesem Volk nicht nützen. Der nützt im Moment nur der Regierung, die sich ein bisschen im Wohlwollen noch der Finanzmafia erhält, aber dafür ihr eigenes Volk opfert. Diese Art Dinge können gar nicht fortgesetzt werden. Und es ist wichtig, dass man sich neu an einen Tisch setzt und sagt, so, jetzt wollen wir nicht über ein Fortwursteln nachdenken. Das sowieso, liebe alle, kann man nur sagen, ja doch nur dauert bis zum 22. September, damit die Cash-Cow Deutschland, die den ganzen Zacken bezahlen soll, damit die auf gar keinen Fall die falschen Parteien wählt. Darum geht es. Deswegen ist zurzeit alles ruhig. Dabei machen mit die Weltbank, dabei macht mit die Europäische Zentralbank und der Europäische Stabilitätsmechanismus. Alle drei zusammen mit den staatlichen Notenbanken tragen dazu bei, dass im Moment totale Ruhe ist an der Eurofront. Man hört von gar keiner Krise. Jeder kann sich refinanzieren, das Geld ist billig und fliegt durch die Gegend. Es ist alles viel zu kurzfristig, damit die Inflation richtig zuschlagen kann. Das heißt, alles, was die Politik international und national im Moment macht, reicht genau bis zum 22. September und danach die Katastrophe. Und eine solche unverantwortliche Politik wird derjenige unterstützen, der die Altparteien wählt. Denn es hat sich ja gezeigt in der Vergangenheit, dass außer den Linken vier Parteien, CDU, SPD, Grüne und FDP, diesen Wahnsinnskurs unterstützen. Deswegen gehören sie weg. Ich will das mal eben ergänzen. Man muss sich auch mal die folgende Frage stellen, was als Argument immer reingereicht wird. Ja, Deutschland hätte doch davon profitiert, von diesem Euro als Exportnation. Dazu kann ich nur eins sagen. Das ist richtig, dass Deutschland davon profitiert hat. Man muss sich nur anschauen, wer hat in Deutschland davon profitiert. In Wahrheit waren es die DAX-Konzerne, die profitiert haben, die ja wohl keine deutschen Firmen mehr sind, sondern nationale Konzerne. Der klassische Mittelstand, also das, was die Mehrheit eigentlich ausmacht, die hat davon nicht profitiert. Und das wird alles nur hingeschönt in irgendwelchen Statistiken, wo es dann einfach weniger Arbeitslose gibt, aber irgendwie ein Euro-Jobber und so. Das ist also etwas, was auch
auch in diesem Land nicht dazu geführt hat, dass es allen besser geht, sondern es geht nur einer ganz kleinen Gruppe besser und dem großen Rest, der schaut in die Röhre. Und weil du gerade angesprochen hast, der 22., also der 23. September, ich sage mal das, was unsere Währungspolitik generell angeht, was unsere Politik überhaupt angeht. Ich kann es vergleichen mit einem Jet. Ja, dieser Jet ist eine 747, da brennen alle vier Triebwerke und beim Piloten vorne drin brennen deswegen vier Lampen direkt über ihm, ja, die nämlich für die jeweiligen vier Triebwerke stehen. Und alles, was wir machen, ist, weil wir eine Kamera haben, die das aus dem Cockpit zu den Passagieren nach hinten überträgt, wir schrauben einfach die Lampen raus, sodass dann auf dem Bild nichts mehr zu sehen ist und glauben, deswegen brennen auch die Triebwerke nicht mehr. Natürlich nicht. Es geht sowieso so nicht weiter. Nur das, was man uns zu sagen hat, das sagt man uns erst danach oder man sagt es gar nicht und macht es dann einfach. Es ist absurd zu glauben, dass dieser Flieger noch lange fliegt. Er stürzt sowieso ab. Aber da würde ich ganz gerne die Absturzstelle selbst mitbestimmen. Sehr nett ausgedrückt. Vielen Dank. Ja, bitte. Gut, die neue Mitte hat ganz klar gesagt, was sie macht, nicht wahr? Wir werden die Zinsen zurückdrängen. Wir werden das ganze Geldsystem insofern ändern, auch unser Finanzsystem, dass wir auf jeden Fall die Macht der Banken in der Politik zurückdrängen. Die Position der Bundesbank gegenüber der Bundesregierung wird dahin gesetzt, auf den Platz, an dem sie einmal war und wie sie auch gemeint war, nämlich der vollkommenen Unabhängigkeit. Die Bundesbank wird ein öffentliches Institut. Sie dient dem Volk, nicht der Regierung, ganz klar, und natürlich sowieso nicht den Banken. Dass also ein Berater des Bundeskanzlers, wie in diesem Fall Herr Weidner, Präsident der Deutschen Bundesbank wird, ist absolut ein Unding und hätte vor 20, 30 Jahren zu einem Skandal geführt, wenn der Kanzler überhaupt darüber nachgedacht hätte, sowas einzuführen. Und heutzutage wird das einfach akzeptiert. Und es ist auch vollkommen klar, dass das Finanzieren an sich sich ändern muss, weil wir es solidarischer gestalten wollen. Wir wollen auch zum Beispiel Familienunternehmen, Genossenschaften und Stiftungen fördern. Und wir wollen auch in dieser Form finanzieren lernen. Wir wollen auch lieber durch Investitionen, also durch längerfristige Bindungen investieren und Geld beschaffen für sinnvolle Projekte und nicht unbedingt durch Banken. Und natürlich wird abgeschafft das Fiat-Money-System, dass also Banken praktisch Geld schöpfen. Das geht überhaupt nicht. Die Geldschöpfung geht zunächst einmal grundsätzlich an die Bundesbank über und in einem fortgeschrittenen Zustand wollen wir dahin kommen, dass das Geld durch den Staat vergeben wird und dann kommen wir auch mit den Steuern allmählich besser klar. Eines jedenfalls kann ich allen als Rechenexempel von Professor Dr. Berger sagen, der so ein bisschen etwas ist in Deutschland wie der Zinspapst und der entscheidende Teile zu unserem Finanzkonzept beigetragen hat, der sagt, eine 30-jährige Laufzeit für eine Hausfinanzierung, so wie das heutzutage immer noch vielfach üblich ist, die wird 70% billiger, wenn man die Zinsen abschafft. Und das sind Dinge, die sollten wir uns einfach merken. Wir wollen nicht, dass in der Zukunft noch Banken bestimmen, wie groß die Geldmenge ist, mit einer kleinen Hinterlegung bei der Bundesbank und dafür auch noch Zinsen kassieren und jeden geradezu moralisch abstrafen, der gegen diese Kunstnummer in irgendeiner Weise verstößt, weil es ihm wirtschaftlich nicht mehr gut geht, weil er die Zinsen nicht mehr bezahlen kann und sagen, ja, du kommst ja deiner Schuld nicht nach, so nach dem Motto, du bestiehlst ja unsere Sparer, obwohl nichts davon wahr ist. Das ist entscheidend an dieser Sache, dass das Geldsystem real wird und den Privatbanken aus der Hand genommen. Die sind viel zu mächtig geworden. Ich darf das nochmal ergänzen, Christoph. Für mich ist es eben so, Banken sollten das wieder werden, was sie ursprünglich mal waren, nämlich Dienstleister. Im Moment ist es so, dass wir uns diese Banken leisten, die uns aber alle irgendwie zerstören. Das hat überhaupt keinen Sinn. Es gab mal Banker, die eine Verantwortung haben, das ist weitgehend abhanden gekommen. Es hat auch mit der Zentralisierung zu tun. Ich glaube, dass man die Größe einer Bank begrenzen sollte und dass man wieder regionale Währung, dass man denen auch die Chance geben sollte. Das ist ja in Südamerika der Fall. Im Moment ist das Geldgeschäft, das, was es in Amerika ist, da wird Geld gemacht. Denn ich habe ein langes Interview ja mal gemacht mit diesem Kollegen Rügemer. Wenn man hier heute von einer Investition spricht, dann denken alle, das Geld wird genommen, wird ein Haus hochgezogen. Das stimmt ja gar nicht, sondern das Geld wird durchgeschleust. Da werden irgendwie, das Rohrleitungssystem Köln wird verkauft und es wird eigentlich zwischengemacht und damit wird Geld verdient. Niemand fasst dieses Rohr irgendwie an. Und dieser ganze Quatsch muss aufhören. Das ist eben alles Plastik und Fake-Geld und davon müssen wir wegkommen. Geld ist ein Instrument.
Und zwar um Arbeit zu schaffen, um Leuten eine Chance zu geben, um eine Veränderung in der Gesellschaft tatsächlich herbeizuführen. Und im Moment ist es etwas, es ist ein Instrument, um mehr Nullen zu produzieren. Und zwar in allen Bereichen sind zu viele Nullen und die müssen wir abschaffen. Ganz hervorragend, besonders in der Politikspitze sind viele Nullen und die sollten wir am 22. September gemeinschaftlich abschaffen. Wir sind, glaube ich, mit dem Geldthema einigermaßen durch. Ich sehe, unter den Zuschauern gibt es einen Streit, ob man ohne Zinsen wirtschaften kann. Selbstverständlich kann man das, sei klar gesagt, und das geht natürlich auf dem freien Markt. Es wird Gebühren geben. Aber dass es Zinsen und Zinseszinsen gibt, das ist vollkommen unwahrscheinlich, dass Banken wieder Dienstleister werden müssen. Da bin ich eben vollkommen mit Ken einer Meinung. Das ist eine Formulierung, die ganz typisch ist. Die steht so im Programm der neuen Mitte. Und da werden wir hinkommen. Und natürlich lehnen wir uns damit gegen die mächtigsten Zirkel dieser Welt auf. Das ist die sogenannte Finanzmafia und das ist keine rhetorische oder polemische Vokabel von mir, sondern es ist der Titel eines Buches, das Dr. Wolfgang Hetzer geschrieben hat und er ist Abteilungsleiter in der Europäischen Korruptionsbekämpfungsbehörde OLAF und er ist es immer noch, auch nachdem er dieses Buch geschrieben hat und das öffnet einem alle Augen, wenn sie bis dahin nicht schon offen sind. Ich glaube, wir sollten aber das Finanz- und Geldthema jetzt weglegen, damit wir noch zu anderen Themen kommen können. Wird das auch so gesehen, ja?